Ja, das ist mein neuestes Billigsdorfer Mini-Neckknife von Miltec. Und wenn du wissen willst, ob das Miltec ist oder vielleicht doch was taugt, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da ist es nun, dieses Billigsdorfer Mini-Neckknife. Also, schauen wir es uns gleich einmal der Reihe nach an. Hier oben, ja, der Klingenrücken, der hat eben diese kleinen Ausnehmungen. Ja, taugt mir eigentlich nicht, aber was ich gut finde, ist diese kleine Biegung hier. Das passt richtig schön in den Daumen rein. Ich finde die Klingenform interessant und werde sie weiter testen, so in dieser Art und Weise. Um wirklich präzise und lang arbeiten zu können, ist natürlich das Griffstück zu kurz. Das müsste länger sein. Aber mir gefällt die Idee und ich werde darüber etwas intensiver nachdenken, aber das erzähle ich ein anderes Mal. So. Schliff ist da, wir werden auch gleich schnitzen. Der hintere Teil des Griffs, der ist mit einem, ja, das ist kein richtiges Barcode, das ist irgendeine Nylonschnur gewickelt. Die ist jetzt nicht ganz fest, aber auch nicht ganz so locker, weil ich habe schon Teile auspackt, ist das gleich runtergegangen, das einmal angreifen. Das war hier jetzt nicht der Fall. Ist alles okay, ist sehr, sehr leicht, wird ausgeliefert mit einer Kitex-Scheide, die auch was aushält. Also man hört richtig, ja, dass es klackt, also das tut sich auch wirklich vernünftig. Dann ist da so eine Kette dabei, ja, soll alles sein. Ich glaube, das kann man alles gut tun. Es tut, was es soll, mal fürs Erste. Und dann, ja, jetzt legen wir los mit Stitzen. Ich habe hier ein Beifußstück, Beifuß, eine Pflanze, die wir verwenden für den Handdrill. Und die habe ich jetzt hier abgeschnitten und die präparieren wir, weil die sind jetzt trocken für den Handdrill eben. Übrigens, wenn dich das Thema interessiert und du deine Survival Skills erweitern willst, dann schau bei meinem Survival Mentor Programm vorbei. Da wird das alles intensiv besprochen. So schaut das einmal aus. Also das Abschnitzen war jetzt einmal überhaupt kein Thema. Und ich habe gemerkt, ich habe schon ein bisschen herumgespielt, dass diese Art, dass ich das gerne so arbeite damit, ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich an meiner Hand und das ist gut. Kann auch hier noch einmal, wenn es ein bisschen härter ist, draufgreifen auf den, also man kann hier Kraft, ja, weiter aufbauen, indem man die Klinge dann hier hinten noch zusätzlich mitnimmt. Also das funktioniert alles sehr gut. Powercut, ich meine, wir müssen jetzt schon die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, ja, das ist halt ein kleines Minimesser. Aber dafür, dass von Miltec wollte ich sagen, ist es gar nicht einmal so schlecht. Also es hat durchaus einen vernünftigen Schliff. Das passt einmal alles ganz gut. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen was Härteres machen, oder? Ja, und dazu werden wir von einem Buchenstamm einmal so kleine Locken runter machen, weil das natürlich für mich immer so eine ganz wichtige Technik ist. Also ich habe den Buchenscheit jetzt nicht gespalten mit dem kleinen, ich meine, das ist ein Full Tang, also ein Stück Stahl, dass man damit jetzt keinen Buchenscheit spalten kann, das hoffe ich, dass das für jeden klar ist, und wenn nicht, dann kann ich dir emotional nicht weiterhelfen. So. Also ich muss sagen, dass ich von der Schnitzleistung von diesen kleinen Teilchen durchaus, da kann man sagen, ja, Rainer, du, das ist gar nicht mal so schlecht. So. Also ich finde das wirklich, das finde ich wirklich, wirklich gut. Also noch einmal, schau her, ich habe das nicht nachgeschliffen, das ist der Originalschliff. Das ist durchaus brauchbar, also da kann ich jetzt gar nicht sudern, was ich ja so gerne tue. Nein, also das ist wirklich, das passt wirklich sehr, sehr fein, hätte ich nicht gedacht. Ja, leider gibt es auch Schatten bei dem Messer. Und zwar, wenn ich jetzt Feuerstahl hernehme. Nö, für das ist es nicht gemacht und wahrscheinlich auch nicht gedacht. Das wäre aber super, wenn dieser Teil hier eben nicht mit diesem Chimping, glaube ich, heißt das, also so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ausgestattet wäre, sondern eben zum Feuerstahl bedienen, dann wäre das richtig cool. Ich werde über diese Klingenform nachdenken, mir taugt die irgendwie. Ich werde drüber nachdenken, da wird einmal wieder was kommen. Noch eine Sache. Das ist natürlich ein billiges Eigenwerbevideo. Gebt da unten den Link in meinen Shop, da kannst du diese Teile auch erwerben. Also für diesen Preis ist das absolut in Ordnung. Einfach so zum Probieren und zum Spielen auf jeden Fall cool. Eine letzte Sache noch, nicht nur zu diesem Messer, sondern ganz allgemein. Weil ich habe gestern ein Video freigeschalten zum Thema Asteri Pen. Ja, gebe da oben den Link da, Asteri Pen. Und da haben einige gesagt, das ist ja übelste Werbevideo-Sache, was du da machst. Ja. Ja, das ist billige Eigenwerbung hier. Und das wird nicht besser werden. Also wenn dir das nicht taugt, dann tut es mir wirklich leid. Entweder du deabonnierst mich oder schaust meine Videos nicht mehr an oder ich weiß nicht, was du tust oder so, aber das ist so. Survival Shop Überlebenskunst. Es ist viel irre, dass ich das immer wieder mal sagen muss. Und nochmal zum Messer. Also eigentlich ein ganz schönes, kleines, lustiges Teilchen mit ein paar Schwächen, aber jetzt aus. Unten den Link in meinen Shop, wenn du das kaufen magst. Musst du aber natürlich nicht, das ist eh ganz klar, ich zwing dich nicht dazu.
Abo dalassen, Daumen nach oben und einen Kommentar. Hier geht's direkt noch einmal in meinen Shop, anderes Video. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst und bis bald, dein Reini Rossmann und ciao.